Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, nachdem ich eine halbe Herzattacke bekommen habe, weil ich noch mal durch den Garten durchgegangen bin. Aber immerhin gab es da noch eine Errungenschaft. Und jetzt schauen wir uns mal das Gewächshaus von innen an. Besonders groß, denke ich mir mal, wird es wohl nicht sein. Oh, da war was. Topfpflanzen. Ich wette, Leute wie mein Dad wurden angestellt, um sie zu gießen. Könnte sein. Die sind nämlich jetzt alle sehr, sehr kaputt. Drücke A, um rauszugehen, um durch die Tür zu gehen. Okay. Ist vielleicht doch was größer, wenn da schon eine Tür ist. Oder es ist nur so ein Seitenraum. Wo theoretischerweise. Das sieht fast aus wie eine Alraune hier. Oh ja, ich verstehe. Moment. Skelett. Die Reben haben sich durch die Knochen gewunden. Ich war ziemlich gereizt nach dem Tod meiner Eltern, musste meine wissenschaftlichen Arbeiten abbrechen und mich um den Blumenladen kümmern. Der Familie kümmern, so. Erst als mein Sohn England Leid hatte und vorhatte, sein Glück in der Welt zu suchen, habe ich diese furchtbare Karriere hinter mir gelassen. Und trotzdem bin ich wieder hier. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Naja, ist nicht ganz abwegig mit der Ewigkeit, ne? Nein, wir haben keinen Schlüssel, ne? Ah, jetzt habe ich gedacht, wir kommen hier endlich mal bei was weiter. Jetzt haben wir hier keinen Schlüssel. Also der Typ aus dem Haus ist weg. Ob wir die Leute draußen vielleicht noch ansprechen können? Hier sind nur die Topfpflanzen. Kann man auch nirgendwo durch. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz. Natürlich habe ich wieder vergessen, danach zu gucken, ob man hier irgendwo durchfliegen kann. Aber das sieht mir nicht danach aus. Nee. Naja, okay. Nee, dann hoffe ich, dass die Folge nicht zu langweilig wird. Weil wir jetzt erstmal herausfinden müssen, was wir überhaupt machen sollen. Haben wir den schon mal gesehen? Ich habe versucht, meinem Mädchen das alte Willows Gewächshaus zu zeigen, aber ich hatte nichts, um die Reben zu zerschneiden. Ja, doch, den hat man schon mal gesehen. Aber die Reben sind ja jetzt weg. Also wirklich helfen tut uns das auch nicht. Vorderseite der Villa. Sternwarte. Wo waren denn die anderen? Waren die, hier ist der Brunnen. Die waren hier, oder? Aber ob die uns jetzt helfen können? Ziemlich kühl. Das ist das Gleiche, was sie letztes Mal schon gesagt haben mit dem Mantel, gnädige Dame, Gentleman. Die können uns auch nicht weiterhelfen. Ja, das ist Geräteschuppen. Da war auch einer drin. Sollte nicht sagen. Ja, das hat er zuletzt auch gesagt. Das heißt, der wird uns also auch nicht helfen. Ja, du darfst drin nicht laufen. Ich habe ja schon verstanden. Also Geräteschuppen bringt uns nichts. Die Villa, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob da noch jemand drin war. Da war ja eigentlich nur noch die Frau drin. Ja, irgendwann merke ich es mir, dass ich nicht laufen darf. Jetzt, wo ich endlich mal rausgefunden habe, wie man läuft. Okay, hier scheint alles soweit gesäubert zu sein, sozusagen. Was ist denn hier? Bin ich denn jetzt hier überhaupt noch mal? Ich weiß es gerade gar nicht. War hier oben nicht noch einer? Also ein Geist?
hat was verloren, ja. Achso, das war der Liebesbrief, ja. Der Liebesbrief. Tja. Da kommen wir nicht durch, ne? Ah, ne, doch. Kommen wir durch. Bringt uns aber alles nichts. Da links kommen wir nicht durch. Das ist der Fahrstuhl. Mehr kann ich hier nicht machen. Wo sollte man einen... Es sagt ja auch noch nicht mal, wo sie diesen blöden Liebesbrief überhaupt verloren hat. Wo ist denn der Kerl hier unten hin? Oder war das nur der hier, der dieser Davi oder wie der hieß? Ich dachte, der wäre doch ein anderer. Nee, ja, stimmt. Das wäre zu nah gewesen. Nee, das war nur dieser Davi. Da habe ich eben schon geguckt. Gucken wir noch mal eben auf der rechten Seite. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch irgendwie... Also wir haben Messer. Messer, Schaufel. Das sind wahrscheinlich Dinge, die sowieso drin bleiben. Und den Brief, dass er halt umgebracht worden ist. Bringt uns alles nichts weiter. Hilft uns auch alles nicht wirklich, irgendwas herauszufinden. Ich schaue hier oben jetzt noch mal kurz nach. Ob hier noch irgendwo ein Geist drin war. Das war das mit den Tieren. Na komm, geh noch mal ein bisschen weiter. War hier nicht noch einer? Oh, ja, da war dieses Viech. Da gehe ich jetzt nicht noch mal dran vorbei. Da unten war... Oh, komm schon. Da unten war aber auch sonst nichts mehr. Hatte sie hier eigentlich noch was? Nee, zu dem Bison hatte sie nichts gesagt. Da oben, glaube ich, sind wir nur reingegangen, um irgendwas zu bewegen oder so, ne? Was? Bettrahmen? Ach so, ja, hat hier oben jemand geschlafen. Genau, das war das. Ah ne, hier ist noch jemand gewesen. Ich bin eine von den Gästen. Das hat er auch schon mal gesagt. Tja. Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch so überhaupt nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen. Weil wir stehen jetzt quasi vor dem Nichts. Also... Wir haben jetzt keinen wirklich guten Hinweis bekommen. Wir müssen noch einen Liebesbrief suchen. Okay. Ich weiß schon gar nicht mal, was der Gärtner gesagt hat. Das ist jetzt wieder so lange her. War das jetzt hier? Rückseite der Villa. Nee, nee, nee. In den Garten gehe ich nicht mehr. Keine Chance. Nein, nein, nein. Ja, du kannst nicht laufen. Ich weiß es doch. Ach, der hat ja das nur gesagt mit dem Blumenladen. Er hat jetzt nichts gesagt, was jetzt irgendwie Sinn machen würde. Also... Was Sinn macht schon irgendwie, aber was uns jetzt irgendwie weiterhelfen würde, natürlich nicht. Was ist mit der Vase? Die kommt... Ah, ich wollte gerade sagen, die kommt mir so komisch vor. Ja, nimm die doch. Ist ja nicht so, als ob die mir hätte auf den Kopf fallen können, ne? Ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wer ihn in die Vase getan hat. Oh, ich habe es in dem Moment, wo ich die Vase so ein bisschen ableuchten sehen, habe ich es mir irgendwie schon fast gedacht. Oh, ein Brief. Das ist ein Liebesbrief, oder? Ich kann das verblasste Parfüm noch riechen. Natürlich. Natürlich. Meine liebste Fleur, die letzten Wochen, die wir zusammen verbracht haben, kamen mir vor wie ein wahr gewordener Traum. Wenn ich bei dir bin, verfliegt die Zeit, sodass die Tage glücklich ineinander verschmelzen.
Du erfüllst mein Herz mit so viel Freude, dass nichts mehr zu tun bleibt, außer Gott dafür zu danken, dass du auf dieser Erde weilst. Aber ich fürchte, die Leute werden hinter unseren Rücken reden und mein Ruf wird besudelt. Na, das fängt schon nicht gut an. Ich muss meinen guten Namen schützen. Es ist meine Lebensgrundlage. Ich würde vorschlagen, dass du bei mir einziehst, meine Geliebte. Es muss im Geheimen bleiben, aber es ist der einzige Weg, den ich sehe, um zusammenzubleiben. Und wir müssen zusammenbleiben. Wir werden über geheime Nachrichten kommunizieren. Aber es gibt etwas zu bereden, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dahin verweilst du für immer in meinem Herzen. In Liebe, Warfam. Ich weiß ja nicht. Die 8 fehlt uns noch. Ich habe das Interesse an einer jungen Tänzerin namens Fleur gewonnen. Aus dem Saloon in der Stadt, den ich besitze. Sie ist ebenfalls an mir interessiert und ich habe angefangen, ihr den Hof zu machen. Im Geheimen natürlich. Ja klar, sie ist ja die Tänzerin. Dann verstehe ich es. Es ist nicht gut, aber ich verstehe es so ein bisschen. Als Bürgermeister der Stadt darf ich nicht mit solch einer Frau gesehen werden. Und so muss ich sie vor neugierigen Blicken bewahren. Ich werde sie in der Sternwarte verstecken. Ah. Sodass nur die Diener von ihrer Anwesenheit wissen. Sie erinnert mich manchmal an Martha, so wie ich mich bei ihr fühle. Aber ich bestreite, dass es mehr als eine bloße Laune ist. Ich kann mir solch einen Skandal nicht leisten. Ich werde tun, was ich tun muss, um mein Geheimnis zu wahren. Wenn jemand sowas schon sagt, bringt der auch Leute um. Ich sehe hier übrigens nichts, wo man noch rausfliegen könnte. Der hat das hier nur gesagt mit seinem komischen Traum da. Er hat von der Sternwarte gesprochen. Aber ist sie hier zufällig nebenan, dass wir mal kurz reingehen können? Oder? Ja, dann gehen wir hier nochmal kurz gucken. Aber normalerweise können die uns hier nicht weiterhelfen. Nein, geh doch mal nach oben. Da war doch, meine ich, noch einer. Ich muss offen gestehen, dass ich schockiert bin. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Ja, das haben wir schon mal gelesen. Die Sonne ist so hell. Naja. Geschäftstreffen mit Mr. Willows. Ich vermute mal, dass dieser Willows den auch umgebracht hat. Achso. Eieiei. Dann schauen wir mal, wir müssen jetzt... Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Moment. Vorderseite. Gasthaus. Wo war ich denn jetzt eben? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier wird immer noch Musik gespielt. Ach so, das war das mit den... Ja, ja. Nee, da war ich eben auf jeden Fall nicht mehr. Das ist richtig. Wo habe ich die eine jetzt getroffen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es. So langsam bin ich hier nur noch total verwirrt. Ich meine, ihr wisst das ja, ihr kennt das ja, wie verwirrt ich bin. Aber so langsam... Ach so, in dem Gewächshaus war es nicht. Moment, doch, in der Villa war das, oder? In der Villa oben? Wie bin ich jetzt da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Es gab, glaube ich, 2 Möglichkeiten, theoretischerweise. Ich nehme jetzt erstmal die Möglichkeit mit diesem Ding hier. Oh Gott. Ich meine, es wäre hier gewesen. Da kam man nicht weiter, ne? Genau. Dass ich hier dem Weg immer gefolgt bin und dann automatisch auf die eine gestoßen bin. War das... Ne, hier nicht. Hier vielleicht. Ne, dann war es hier unten. Genau. Genau, genau. Ja, das ist die. Oh, vielen Dank, Elena. Du hast keine Ahnung, was mir das bedeutet. Bitte nimm diesen Ring als Zeichen meiner Anerkennung. Warfam und ich haben ihn verwendet, um geheime Nachrichten zu verstecken, die man nur mit ihm sehen kann. Aber ich brauche ihn nicht mehr. Du hast mir mehr geholfen, als du glaubst, Elena. Tschüss, klein, süßes Kind. Ich hoffe, du schaffst es, deinen Vater zu finden.
Worthams Ring. Ah! Ready Cosette Ghost, wenn ich das richtig sehe. Ah, sie ist schon fort. Ich habe sie gerade erst besser kennengelernt. Tschüss, Flor. Du warst so einsam. Das Symbol zu lesen. Gehe in den Weinkeller. Okay. Komme ich denn jetzt in den Weinkeller? Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Kommode. Aber ich glaube, hier drüber war das doch, oder? Dass ich in den Weinkeller komme. Ich meine hier unten an der Dings runter, an der Leiter runter. Jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Obwohl sie eine melodramatische Person ist, bin ich froh, dass ich Fleur getroffen habe. Geholfen habe, ihren Liebesbrief zu finden. Wer hätte gedacht, dass sie und Wortham insgeheim ein Liebespaar waren? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden so glücklich über etwas so Simples gesehen. Ich hasse es, dazu zu geben. Aber es ist ein klein wenig rührend. Sie war so überglücklich. Wortham scheint ein böser Kerl zu sein. Aber wenn er sie einst so glücklich gemacht hat, kann er dann wirklich so böse sein? Ich finde es schwer zu glauben, dass jemand nur böse sein kann. Ich weiß nicht. Es gibt mir nur zu denken. Okay, aber für sie? Also sie kriegt dann quasi nichts mit. Ich muss dann wirklich diesen Hinweisen folgen und muss das mit dem Geist machen, so wie es aussieht. Der Code lautet 3123. Okay. 3123. Ich schreibe mir das mal auf. Ich weiß noch nicht, wofür es genau ist. 3123, ja. Code für was? Das ist jetzt die Frage. Oder ist das vielleicht das, was ich oben gesehen habe? Moment, da ist jetzt noch eine Flamme links im Raum. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Kommen wir hier weiter links? Doch. Ach, das war der Typ. Ah, ja, ja. Okay. Ich muss aber in das Badezimmer irgendwie rein, glaube ich. Das kam ich jetzt nicht von hier aus rein, oder? Die Tür ist verschlossen. Oh Gott, das ist alles so unübersichtlich. Jetzt bin ich wieder unten. Da will ich, glaube ich, nicht hin. Ich bin mir aber nicht sicher. Also die hat noch dieses Komische, was so aussah, als ob das entweder Rohre sind oder als ob da irgendwas ist. Das könnte auch so ein Zeichen gewesen sein. Ich müsste jetzt rein theoretisch... Ah, Moment, hier oben ist das Badezimmer, ne? Was ich meine. Oder? Aber das scheint tatsächlich nur Rohre zu sein. Der Code ist 3123. Es hat seltsame Markierungen, ja. Ich habe nirgendwo was, wo ich einen Code eingeben kann. Hm. Haben wir irgendwo eine Tür? Aber der hat nirgendwo gesagt, das ist eine Tür, die mit einem Code verschlossen wurde. Das wundert mich halt total. Kann ich hier links? Doch, klar, kann ich hier links noch rum. Ich gehe noch mal kurz hier links gucken. Da können wir ja quasi wieder nach oben. Gepanzerte Statue. Hm. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein wenig überfragt. Hier rechts war, soweit ich weiß, auch nichts mehr. Das war nur noch dieses eine Zimmer, ne? Ich weiß echt nicht, wo wir da hingehen sollen. Ich habe nirgendwo was gehabt mit einem Code. Oh, hallo? Wenn ich nur nach links gehe, möchte ich nicht, dass du da rausgehst. So, ich bin jetzt nochmal rausgegangen, um zu speichern.
Weil ich würde eigentlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das sollte auch die letzte Folge sein, die ich heute noch aufnehme, weil ich dringend mal ins Bett muss. Es wird da sehr, sehr spät geworden. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir vorher noch etwas an die Hand bekommen, was uns weiterhilft, dann auch wirklich weiterzukommen. Dem ist leider nicht so. Ich mache mir jetzt hier gleich nochmal einen großen Kreis um den Code mit einem dicken, fetten Fragezeichen, dass ich halt nicht weiß, worauf uns das jetzt hindeuten soll, wo wir jetzt weitermachen sollen. Aber ich bin auch ehrlich gesagt heute viel zu müde, um jetzt noch mir da einen Kopf drum zu machen, wo könnte ich jetzt eventuell noch einen Code eingeben. Und ich wüsste jetzt auch nichts. Ja, doch, in den Katakomben glaube ich. Also glaube ich nicht, sondern da könnte sein, dass der da irgendwas gesagt hat mit einer Tür, die mit einem Code versperrt ist. Das könnte tatsächlich sein. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Ich muss mir nochmal ein oder zwei Videos, ich glaube das erste Video war nur über die Katakomben. Ich muss mir das nochmal anschauen. Und ja, dementsprechend, wenn ich da tatsächlich irgendwo was gelesen habe oder gesehen habe mit einer Tür, wo man einen Code für braucht, dann werden wir da auf jeden Fall in der nächsten Folge reingehen. Und ansonsten, müssen wir nochmal suchen. Ich hoffe nur, wir müssen nicht wieder in den blöden Garten rein. Da möchte ich nicht nochmal hin. Okay, ich sag erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.